Ja, herzlich willkommen zu einem Review. Und zwar geht es heute um den Sapphire Shower Power. Ist ein Projekt, mit dem, wo ich mit Michi von Smoking Shisha eine ganze Weile dran gearbeitet habe, mit demjenigen, der das Ganze produziert. Ich weiß jetzt nicht, ob er namentlich genannt werden will. Wenn ja, schreibe ich das aber in die, als Anmerkung einfach mal hier drunter. Der soll natürlich genauso gewürdigt werden. Ich möchte es aber nicht verraten, nicht, dass er selber irgendwie Probleme bekommt. Und zwar geht es um den Shower Power von Sapphire. Michi und von Smoking Shisha und ich haben dieses Projekt mit dem Produzenten damals in die Wege geleitet. Kam alles auf kurz vorm Smoking Shisha Treffen im letzten Sommer. Und dann ging es zack auf Schlag sozusagen, zack die Bohne dahin. Und ja, jetzt ist das Ding schon da. Schaut so aus, ich präsentiere euch das mal. Hier haben wir ein lebensmittelechtes Anschlussstück aus hochwertigem Metall. Dann haben wir dieses, was so ein bisschen ausschaut wie ein Duschschlauch. In Anlehnung, sage ich mal, an den Panzerschlauch. Von der Länge her, ich mache das mal einfach so, ich habe ihn nicht abgemessen, aber meine Armspannweite ist, keine Ahnung, könnt ihr ungefähr euch denken, denke ich mal. Hat auf jeden Fall eine sehr gelungene Länge, ist etwas schwer, behaupte ich mal. Also ist nicht der leichteste Schlauch, also für eine Shisha, die sehr, sehr klein ist und sehr wackelig ist und wackelig steht, würde ich es nicht empfehlen. Aber es ist halt einfach ein mega geiles Gimmick. Also die Leute, die bei mir waren, haben alle gesagt, hey, was ist denn das für ein Schlauch? Wo kommt denn der her? Was ist denn das Geiles? Und ja, deswegen bin ich ganz stolz, dass es jetzt endlich da ist, das gute Ding. Und wir werden das natürlich jetzt auch gleich präsentieren. Ich zeige euch einmal in der Zwischenzeit, bis ich die Kohlen auflege, wie dieser Schlauch dann aufs Mundstück montiert wird. Und damit geht es jetzt los. Ja, willkommen zurück. Ich zeige euch einmal, wie dieser Schlauch praktisch dann zusammenzubauen ist. Und zwar habt ihr hier so eine Metallhülse. Ich schiebe das jetzt mal einmal runter, dann zeige ich euch auch gleichzeitig, wie man ihn praktisch wieder auseinander nimmt. So. Das ist alles Drehmechanismus übrigens. Also nichts mit Schieben oder nichts mit Drücken oder nichts mit Gewalt. Also ein bisschen Kraft braucht man zwar schon, das ist wohl wahr. Aber so. Aber ihr braucht nicht die rohe Gewalt. So, das Ganze schaut ja so aus. Also ihr habt hier die Hülse, dann hier das Metallstück und hier den Silikonschlauch. Nicht wundern, ich habe den Prototyp, den ich jetzt hier reviewe, schon ein paar Mal geraucht, deswegen schaut er ein bisschen dreckig aus. Und ich habe ihn auch gestern Abend noch geraucht, deswegen. Hier ist unser Madhouse Glasstück, wobei das letztendlich auf jedes Glasstück drauf geht. Ich werde das Ganze jetzt mal einmal zeigen. Also ihr habt hier, du kommst mal weg, kann ich leichter arbeiten. So. Also, ihr habt hier dieses Ende hier und ich habe das immer so gemacht, ich habe das leicht angefeuchtet. Also entweder etwas Speichel oder einfach Tropfen Wasser oder so. Einfach ein bisschen was drüber und dann schiebt ihr, also ihr seht hier, ich benutze hier kein Werkzeug oder irgendwas, sondern nur drüber schieben und zwar nicht zu weit, das ist ganz wichtig, nicht zu weit. Also leichtes Drehen, ihr schiebt es drauf und nicht weiter als das hier. Das ist ganz wichtig. Also das darf nicht weiter als das hier auf den Schlauch drüber kommen, sonst habt ihr nämlich Probleme nachher die Hülse drüber zu bekommen. So, nächster Punkt und da sind wir schon bei einem möglichen, ja, ich will nicht sagen Schwachstelle, aber Punkt, wo ihr vielleicht mal mit einer Zange ansetzen müsst und zwar hängt hier bei euch auch so ein leichtes Stückchen über. Und es kann sein, dass sich das in das Silikon reinfährt, wenn das zu scharf abgeschnitten worden ist.
Das heißt, leicht nach oben biegen, ganz leicht, mit einer Zange einfach bloß reinfahren, leicht nach oben anbiegen, dann habt ihr da überhaupt kein Problem. So, ihr seht, ich drehe das hier einfach bloß drauf und schaut, dass die Rillen sich nicht zusammenschieben. Das sollte, wenn möglich, nicht passieren. Das schafft ihr, indem ihr einfach das ganz weit vorne nehmt und drauf schiebt. So. So schaut das Ganze dann aus. Hülse, zack und fertig ist es. Ich hoffe, man hat das jetzt einigermaßen gut erkennen können und damit gebe ich zurück auf den Kollegen auf der Couch und es geht mit dem Rauchtest weiter. Ja, wie der Kollege gibt ab. Wer hat denn da noch mitgewirkt? Normalerweise bin auch nur ich hier. Das lassen wir mal im Raum stehen. Es geht auf jeden Fall weiter mit dem Shower Power Hose. Ja, ich habe den jetzt an meiner Farina dran. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Rauche, Traube, Minze und werde das auch gleich noch vergleichen mit den anderen Schläuchen, die ich so habe. Also erstmal ist zu sagen, dass da so ein brachialer Durchzug hintersteckt, dass man Probleme hat, zum Beispiel so einen Batscher anzurauchen. Das ist ziemlich schwierig, das Ganze, weil eben der Durchzug so stark ist, dass man keinen Druck mehr hinter hat. Also ihr merkt, Durchzug ist super. Gerade an den modernen Pfeifen finde ich es genial. Für die Kaminköpfe dauert es einfach ein bisschen länger zum Anrauchen. Mehr ist da nicht dahinter. Aber der Durchzug ist absolut genial. Ich rauche ja normalerweise immer mit dem Emperor meine Farida. Aber dieser Schlauch ist halt einfach mal so zwischendrin einfach eine coole Sache, weil er super flexibel ist. Also ihr seht das auch, der ist total flexibel. Das ist kein Silikon-Schlauch, der irgendwie rumwabbelt und dann die Shisha mitzieht und was weiß ich nicht alles. Super flexibel, schönes Teil. Ist aber nicht billig. Also Leute, das ist in Deutschland handgefertigt mit hochwertigen Materialien. Das ist ein Luxusprodukt, das im oberen Preissegment natürlich spielt. Das Ganze kostet 36 Euro. Aber ihr habt einen super flexiblen Schlauch, der auswaschbar ist und auf den ihr letztendlich jedes Mundstück anschließen könnt auch. Jetzt kommen wahrscheinlich wieder die Leute und sagen, ja, auf dem Silikonschlauch kann ich das auch. Natürlich könnt ihr das da auch. Aber hier könnt ihr es auch. Und es ist einfach so ein Stück Luxus, das man sich einfach mal gönnen muss. Durchzug ist genial, Verarbeitung ist super gut, da fehlt sich überhaupt gar nichts und die Materialien, die verwendet wurden, sind alle Lebensmittel echt. Ihr habt ja schon im Zusammenstecken gesehen, dass eben diese Metallummantlung von einem Silikonschlauch von innen getragen wird. Das heißt, hat auch kein Metall oder sowas oder Metallgeschmack, das ihr mitzieht, nicht, dass ihr das denkt, sondern da ist ein lebensmittelechter Silikonschlauch innen reingezogen und ja, ich bin super happy damit, mir taugt der total, ich finde es richtig geil. Also wirklich eine coole Sache. Und zwar wird es den ganz exklusiv nur bei uns, also smoke-house.de und Smoking Shisha geben. Zumindest ist das im Moment der Stand der Dinge. Von daher schaut entweder bei uns oder bei Michi in den Shop rein. Ich werde das Ganze auch nochmal in den Abspann posten und sage in dem Sinne vielen Dank fürs Zugucken. Smokehouse checkt aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal.